Weiter geht es also mit unserem World Tag Team Championship Match. Hier kommen die Lucha Brothers, die diese Titel gerne wieder zurückhaben möchten natürlich. Drei Teams, das hatten FTA ja auch schon erwähnt, drei Teams haben diese Championships gehalten. Begonnen haben die Usos. Damals vor einem Jahr bei Night of Champions. Sie verloren dann direkt einen Monat darauf die Titel an die Lucha Brothers, die diese Titel dann 5 Monate halten konnten. Und FTA stehen heute bei 6 Monaten. Ihre letzten beiden Verteidigungen gingen zwar verloren, jedoch durch Countout, weil ihre Gegner einfach nicht aufgepasst haben, kann man nicht anders sagen. Und somit stehen sie jetzt bei, wie gesagt, 6 Monaten als World Tag Team Champions. Sie sehen sich natürlich der Kritik ausgesetzt, dass sie nur deswegen noch Champions sind, weil eben ihre Gegner sich einfach zu dumm angestellt haben. Man kann es nicht anders sagen. Und sie haben selbst die Herausforderung ausgesprochen in Richtung der Lucha Brothers, um jetzt hier nochmal ein Statement zu setzen. The following contest is a tag team match set for 1 fall and is for the World Tag Team Championship. Introducing the challengers at a combined weight of 409 pounds, the Luchadors, and their opponents at a combined weight of 446 pounds. The World Tag Team Champions, the Tough Guys. Somit steht also unser zweites Titelmatch am heutigen Abend fest oder an, vielmehr. Ohne Krankenwagen. Ohne Waffeneinsatz, hoffen wir doch alle mal. Lucha Brothers gegen FTA, Pentagon gegen Cash Wheeler. Diejenigen, die das Match beginnen, und es geht los. Ja, und da zeigt sich direkt in der ersten Aktion der Unterschied der Stile. Ein Cash Wheeler, der es da sofort mit einer Kraftaktion versucht, und Pentagon, der sich eben sehr schnell aus diesem Angriff befreit. Jetzt haben wir aber Phoenix im Match und der ist nochmal der agilere von den beiden Lucha Brothers. Der schnellere, der am liebsten nur durch die Luft fliegen würde. Etwas, was FTA ja relativ ungern macht, kann man ja wirklich sagen. No flips, just fists. Aber das kam bisher noch nicht zur Anwendung. Double Back Body Drop von den Lucha Brothers. Und jetzt wird Phoenix angezählt, ja genau. Macht einfach genau das, was die letzten beiden gegnerischen Teams von FTA auch gemacht haben. Lasst euch disqualifizieren, auszählen, was auch immer. Ich meine, es wäre natürlich nochmal eine Abreibung extra in Richtung FTA, wenn man anstelle der Lucha Brothers oder an der Stelle der Lucha Brothers auch nochmal dafür sorgt, dass sie eben nicht auf
regulärem Weg ihre Titel behalten. Aber das ist dann, glaube ich, am Ende auch eher so eine Ego-Geschichte. Jetzt hier die Body Press, aber das nachfolgende Cover nur bis zur 1. Jetzt wieder zurück zu Phoenix. Und Cash Wheeler hat bisher noch keine Möglichkeit gehabt, zu Dax Harwood zu wechseln. Hier in unserem ersten von insgesamt 3 Tag Team Matches am heutigen Abend. Wir haben das World Tag Team Title Match, das wir hier gerade sehen. Und jetzt haben wir auch Dax Harwood im Match. Wir haben noch ein Tornado Tag Team Match zwischen dem Judgment Day und dem Undertaker und Bo Dallas. Und natürlich dann im Co-Main Event unser Women's Tag Team Championship Finale um die Vakanten. Die neu eingeführten Women's Tag Title. Jetzt haben wir Penta wieder da und der tritt erstmal hier auf Dax Harwood ein. Und es ist sehr interessant, wie schnell die Lucha Brothers dieses Match eigentlich beenden wollen. Nach gefühlt jeder Aktion geht es sofort ins Cover. Und Penta jetzt mit einer... Mit dem Langblower. Powerbomb in den Langblower. Und jetzt versucht Dax aber hier das erste Mal so richtig für Offensive der Jungs von FTA zu sorgen. Räumt da Phoenix ab mit dem Back Suplex auf den Apron und das verwirrt Pentagon jetzt wohl ein bisschen. Der sieht sich jetzt nämlich 1 gegen 2 hier. Macht aber trotzdem weiter. So wie es auch sein muss. Jetzt ist Phoenix wieder da. Und Dax Harwood wird in der Ringecke der Lucha Brothers gehalten. Fernab vom Tag. Zu dem jetzt Dax auch gerade kriechen wollte. Aufgehalten wird. Und dann gibt's den Deadlift German Suplex. Und Running Sit-Out Powerbomb. Schönes Ding. Und dann eine Cloverleaf-Variante. Und das ist eben dieses klassische Tag-Team-Wrestling. Den Gegner in der eigenen Ringecke halten, ihn schwächen und eben davon abhalten, zu seinem Partner wechseln zu können. Das machen die Lucha Brothers richtig gut. Wechseln auch öfter hin und her, um die Kräfte zu schonen. Und jetzt hat Dax aber auch wieder die Möglichkeit und wechselt zu Cash Wheeler. Und was hat der vor? Geht sofort in den Sharpshooter. Setzt sofort die Submission an. Ja, aber Phoenix, man sieht's, der ist noch lange nicht am Ende, stößt sich sofort aus dieser Aktion heraus. Es fühlt sich gerade trotzdem so an, als wenn FTA gerade noch ein bisschen warm werden müssen. Und das, obwohl wir ja beide im Gauntlet-Match gesehen haben, wo ja auch Pentagon zum Beispiel drin war. Also wir könnten, wenn alles anders gelaufen wäre, könnten wir hier auch einen United States Champion mit in diesem Match haben. Jetzt Phoenix draußen, wird angezählt. Das ist natürlich eine Sache, die für ein bisschen Sorgenfalten sorgen dürfte bei den Champions. Oh, Dropkick jetzt hier von Phoenix, nachdem Dax auch Pentagon abgeräumt hat. Zeigt das jetzt auch Phoenix nochmal und der setzt sich dann zur Wehr. Oh nein, das hatten wir doch schon mit dem Canadian Destroyer. Da hat er sich was bei Adam Cole abgeschaut. Und bei 5 geht's in die Ringtreppe. Oh Leute, nein, 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 nein. Das sieht mir schon wieder viel zu... Das kommt mir schon wieder viel zu bekannt vor. Dax wird ausgezählt. Wir sind bei 9, aber Phoenix ist jetzt ja auch wieder draußen mit dem Apron DDT.
hat die Ringrichterin jetzt auch gesehen. Und jetzt wird Phoenix angezählt. Wartet da irgendwie auf Cash Wheeler. Was ist denn hier los? Ja, danke Cash. Schickt Phoenix wieder in den Ring zurück. Ey, wir hatten wirklich wieder Dax Harwood bis zur 9 draußen. Das kann halt wirklich nicht sein. Diese World Tag Team Titles sind wirklich verflucht. Schöne Aktion hier von Phoenix. Jetzt mit dem Dropkick nach dem Armdrag aus der Ringecke heraus. Nach dem Springboard Armdrag. Und da gibt's den Tag zu Cash Wheeler. Hat Phoenix gar nicht so richtig mitbekommen im ersten Moment. Wird jetzt übers oberste Seil gehängt. Von Cash. Aber der Konter von Phoenix. Will jetzt wieder eine Aktion mit seinem Bruder zeigen. Gegen Cash Wheeler. Mhm, Big Boot gerade draußen gesehen. Und jetzt geht's wieder. Oh. Oh, Tarantula mit dem Superkick. Schönes Ding. Eins, zwei. Und da ist der Kickout. Und Dax Harwood wäre, glaube ich, noch rechtzeitig da gewesen. Oh nein, kommt es da draußen jetzt zu einer Schlägerei? Ich hoffe ja mal nicht. Aber drin. Drin ist gerade wichtig. Crossface. Crossface von Penta. Gegen Cash Wheeler, der rollt sich raus. Ja, danke Dex. Anwesenheit ist bemerkt worden. Und jetzt ist auch wieder Harwood im Match. Bekommt sofort die Sling Blade von Penta. Und auch Cash. Grüße an Sheamus. 10 Beats of the Baudrin hier. Penta räumt Cash ab. Achtet dabei aber natürlich nicht auf Dax Harwood und der zeigt den Stroke. DDT außerhalb. Nochmal. Und Superkick von Pentagon. Der in den Ring zurückkehrt. Dex immer noch draußen. Wieder bis zur 5 angezählt. Ja, aber immerhin machen die Lucha Brothers in dem Sinne mal mit und gehen dann auch wieder raus. Was für Penta jetzt überhaupt nicht gut war, wird da in den Ringpfosten geschleudert. So, Pentagon bei 5 draußen. Kommt aber hier jetzt wieder rein bei der 6. Springboard Dropkick. Spielt er seine Geschwindigkeit aus. Bevor es zurückgeht zu Rey Phoenix Dropkick. Meldet sich direkt gut zurück. Und geht dann in den Single Leg Boston Crab. Eigentlich eine Aktion, die nicht unbedingt zum Ende führen sollte, aber es ist sehr, sehr vieles möglich hier. Auch zweimal durch Countout zu verteidigen ist möglich, wie wir bei den letzten beiden Events gesehen haben. Jetzt das Cover hier von Harwood, aber das geht nur bis zur 2. Ja, ich finde es sehr interessant, dass wir da keine Doppelteam-Aktionen sehen. Dass Cash Wheeler sich da wirklich gerade zurückhält und Dax Harwood einfach arbeiten lässt.
Oh Gott. Ja, die Armbearbeitung. Und jetzt geht's ohne Doppelteam-Aktion. Mit einem Tag weiter. Whip in. Und dann zieht er ihn einfach zurück. Kitchen Sink. Rammt ihm einfach das Knie in den Magen. Und dann gibt's den Spinebuster. Schönes Ding. Jackknife Cover. Aber da ist Penta. Wird sofort mit dem Dropkick attackiert. Und in den Sharpshooter genommen. Sharpshooter gegen Penta. Aber das bringt hier natürlich überhaupt gar nichts. Das schon viel mehr. Fujiwara Armbar. Fujiwara Armbar und Phoenix befreit sich mit einer wunderbaren Head Scissor. So, Penta wird jetzt natürlich aktuell gerade nicht angezählt, weil der überhaupt nicht Herr der Lage ist. Und hier gibt es die Three Amigos von Phoenix. Eine Hommage an Eddie Guerrero. Und jetzt packt er zu. Fear Factor. Übernimmt da den Package Pile Driver seines Bruders. 1, 2 und 3. Wo war denn Dex Harwood? Die Lucha Brothers sind World Tag Team Champions und entthronen FTR. Ja, das ging dann wohl nach hinten los. Für FTR. Sie wollten gegen die Lucha Brothers ran und die sind erneut zum zweiten Mal World Tag Team Champions. Nach dem Fear Factor von Phoenix. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Aber dass Dex einfach auf dem Apron stehen bleibt, hat Cash wohl zugetraut auszukicken. Ein bisschen verkalkuliert. Und das sorgt dafür, dass wir neue World Tag Team Champions haben. Gratulation an die Lucha Brothers. Und ob wir eine neue Raw Women's Championess bekommen, das sehen wir im nächsten Match, wenn Bayley Saraya herausfordert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.